Und ein herzliches Willkommen bei Suikoden. Wir haben ja gerade eine großartige Schlacht hinterzogen. Felde war live dabei, fast alles hat er nur übersetzt. Und diesmal darf er auch ein bisschen reden. Ich spreche diesmal sie. Danke dir! Okay. Mach's dir aber männlich. Du bist einer von Theos Leibwächtern. Mein Name ist Cleo, Lady Sonja. Was machst du hier? Du bist ein Verräter. Lady Sonja, ich war immer an Meister Theos Seite. So verstehe ich auch, was du fühlst. Also weiß ich auch, was dein persönlicher Rachefeldzug ist? Relationship. Standpunkt ist oder so. Damit verstehe ich auch deinen aktuellen Standpunkt. Wie kannst du nur... Halt deinen Mund. Maul, hätte ich jetzt gesagt. Oh. Man muss sich ja ordentlich anhören, ne? Lady Sonja! Du denkst, Master Theo hasst Master Drachen. Master of Disaster. Hey, du. Da hält er einfach die Klappe, ne? What the fuck? You are someone who may have become Master Drachen's mother. Du könntest seine Mutter sein. Du bist die Einzige, die seine Mutter sein könnte. Okay. Du könntest die Einzige sein, die seine... Okay. What Weil the... Theo okay. Single Jetzt gewesen ist. Meister Drachen, I cannot be this. Also ich kann das nicht verleugnen. Okay. Verstehen. Ich kann das nicht verstehen. What the fuck? Ist ja wie bei mitten im Leben. Ich. Aber ich kann niemals meine Loyalität zum Imperium leugnen. Also Imperium und General Theo leugnen. Ja, glaube ich, so ist das. Der Ausdruck in Meister Theos Gesicht, als er starb, war sehr friedvoll. Ja. Er war erfreut zu sehen, dass er so groß wird. Please erinnere dich. Bitte erinnere dich das. What the fuck? Ich guck nach oben, ich guck gar nicht hin. So. Mama! New. Drachen, was willst du? Wenn du mich entschuldigst, tu es schnell. Ich glaube, wenn ich jetzt verkacke, weiß ich jetzt nicht, was passiert. Willst du uns anschließen? Hast du vergessen, dass ich dich hasse? Und dann willst du noch, dass ich mich dir anschließe? Ich hatte das nicht mehr in Sinn, denke ich mal. Du hast hier einen Punkt. Du hast hier einen Punkt. Hier?
Du hast einen Punkt hier, also unter uns. Nehmen wir das. Unsere Standpunkte sind sehr unterschiedlich. Sichtweisen. Ja. Na, es ist dasselbe. Was willst du? Willst du mich ein schönes dasselbe? Ich will, dass du uns anschließt. Bla bla bla. Hat dich nicht im Sinn? In Ordnung, ich werde dir beitreten. Aber ich will dir nicht helfen zu kämpfen. So. Ich will an deiner Seite sein, um zu sehen, wie du stirbst. Was eine Schlampe. Geil, wa? Das muntert einen auf. Das ist. Boah. Das sind Freunde, die man braucht. Das geht einem richtig ans Herz. Ja. Oh, solche liebevollen Worte habe ich noch nie gehört. Boah, ich bin den Tränen nah. Auf so rührend. Das war eine sich liebende Mutter. Naja, das ist ja keine Mutter. Das ist ja. Die könnte. Wenn Theo sie geheiratet hätte. Und so. Ja, Gremio ist ja halt von uns gegangen, die kann man nicht auswählen. Und ja, so sieht man hier, es sind alle, das heißt, es ist vollbracht, ja. Wir haben das Spiel jetzt durch, fertig, wir können das ausmachen, gehen nach Hause, trinken Kaffee. Okay, ich dachte, wir sind schon zu Hause. Ach. Nee, sind wir ja nicht. Ach ja, nee, wir dürfen doch nicht wissen, dass wir daheim unsere Let's Plays machen. Also ja, stimmt, ja, hast recht. So, dann glaubt ihr alle, wir sind ultra reich und haben kein Minus auf dem Konto. Ah, halt, Moment. Und zwar, ich wollte jetzt an dieser Stelle, genau jetzt, hier und überall, mal eine kleine Besichtigung, Rundgang machen, mein Gott. Und zwar, es gibt einen Namen, der auf der Tafel nicht erscheint, das war der von Sanchez. Was man jetzt im Endeffekt entdeckt hat, dass er der Verräter war. Deswegen ist er auch nicht auf der Tafel erschienen. Wurde wieder rausgemeißelt. Nee, der war noch nie drauf. Hier sind die ganzen Säufer. So. Dann gehen wir weiter. Wir gehen erstmal in den Keller. Keller, da sind. Ah ja, da fehlt, denke ich, Crowley. Den habe ich auch dabei. Ich sollte vielleicht alle erstmal rausmachen. Kann das sein? Bevor ich anfange. Ah nee, lass doch drin. Okay, gehen wir weiter. Ich will den Abspann sehen. So, was? Wir durchsehen, ich will den Abspann sehen. Nein, das wird erstmal jetzt eine Führungsrunde sein noch. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen ja noch den Feldzug gegen das Imperium, den Imperator führen. Hier sind dann die Banditen und Pflanzenseher, die Piraten, die wir hier mal ein bisschen gezeigt haben, wo es lang geht. Diese Schwächlinge. Ja, wo ist der Drachen? Hier, wo ist hier, wer ist denn der? Wo ist Black? Nee, Black ist Pro. Black ist ja tot. Ja, deswegen, ich dachte, du möchtest ihn jetzt aufziehen. Und deswegen. Oh, du bist ja fies. Du bist so auch bei mir zu mir, ne? Manchmal deswegen. Ach nein. Hier ist jemand. Ja. Hier sind doch die paar Leute da, die liebevolle, die uns. Du erinnerst dich, wie kriegst du mich an Theo zu erinnern? Hier dieses ganze Teekränzchenverein mit Blümchen. So. Also ja, diesmal. Ja im Großgarten der Tulians oder so. Was? Game of Thrones. Rosengarten der Tulians? Das komische Haus, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Oder dergleichen. Wenn ich hier im Aufspringen mir ein Buch schnappe, dann bin ich richtig doof, weil ich wieder aufspringe, aber ich könnte nachgucken. Aha. Ich hol mir eben das scheiß Buch.
Ach, Talis, meinst du? So, der fünfte Band! Oh, das hat sich... Ach, jetzt mal mein Wälder um und mein Mikro, ey, scheiße. Das hörte sich nicht glatt gesund an. Ja, das war mein Mikro, was gerade eingeklappt ist. Also nicht vom Headset, sondern mein Let's Player-Mikro. Ja, ich hab's auch unterschiedlich hier. Ja, hier, der reiche Pinkel hier. Ja, super, ein 10€ Headset und ein 20€ Mikro. Siehst du, das sind schon mal 30€. Ja, und ich hoffe, dass meine jetzt Capture-Card langsam mal ankommt. Also nicht Capture-Card, sondern... Ja, doch, Capture-Card. Da sind die... Ich dachte, die werden die Häuser aufgezählt, die Schweine. Werden die ja gar nicht. Aha. Jenseits der Mauer, what the fuck? Ja, Stärkung, Prolog. Feldo macht einen auf Gebildeten und hat Staubfänger. Gut, ich habe selbst hier genug um mich herum. So, ich glaube, ich werde nicht hier diese Bücher durchlesen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Also 7 Bücher. Gleich kommt hier Feldo und sagt, bei Skyrim ist es viel mehr. Kannst du ruhig machen. Lass es. Aber es ist bei Skyrim ist ja wenigstens auf Deutsch. So. Gut. Dann, das war die 3. Etage. Ja. Jetzt die 4. Etage. Und Tyrell! So nennt sich das Haus. Das Haus Tyrell. Ach, die Tyrells. Mit ihrem Rosengarten, also daran nehme ich das Teekränzchen. Gott, jetzt habe ich es endlich. Danke. So, jetzt sieht man hier noch ein paar andere Leute, die gehen noch nicht schlafen. Und unser Gemächer haben wir ja schon gesehen. Und das Dach, da waren wir noch gar nicht. Oh! Überraschung. Also das ist ein bisschen ja wenig gemacht worden, finde ich. Also da hätte man wenigstens auch den Drachen draufsetzen können oder so. Ein bisschen mehr Mühe hätte man da schon. Du willst jetzt gar nicht wissen, wie ich das rausgefunden habe mit dem Namen. Google. Ne. Die 2. Staffel rausgekramt und geguckt, mit wem der Baratheon rummacht. Der eine Bruder von König Baratheon ist ja eine Schwuchtel und macht mit dem Sohnemann da ja rum. Ich weiß. Da habe ich gerade nachgelesen. Tyrell, Gott. Ich bin so ein Nerd. Ja, das bist du. So. Feuerring. Ah, ne, ist ja Holz. Was, Holz? Ja, der Ring da in der Mitte. Ich dachte, das ist jetzt so ein Feuerring, so ein satanistischer Feuerring, so zu von Katzen. Aha. Gut. Und hier ist natürlich auch nichts. Das war die kleine Führung durch das Schloss. Was kann man noch dazu sagen? Wir werden jetzt verrecken. Oder? Was? Ich überlege, was wollen wir als nächstes machen? Weiterkommen! Uns ans Ende klammern? Oder weil wir noch ein bisschen Zeit haben und ich will jetzt noch nicht anfangen? Neues, weil das ist mit... Halt, genau, ich muss mich nochmal auslagern, weil ich glaube, ich einen neuen Trupp bekomme. So. Den Thunder Crystal nehmen wir nämlich raus. Oder? Karate-Uniform kann weg. Den Halbhelm. Oh, den Thunder Crystal war, glaube ich, der war höher als Thunder kann Ben used. Toll. Diese Beschreibung ist ganz geil. Donnerrune kann genutzt werden. keine mehr. Einfach so, Gegner. Klonenrune kann einfach benutzt werden. Schönen Dank. Mutter Erde kann einfach benutzt werden. Doch, nehmen wir da mir doch mit. Ich weiß nicht, was Flick hat. Ob er
die erste hat oder die zweite, also schon die höhere. Na gut. Ich werde einfach mal sagen, es geht nach dieser Stadtführung, Schlossführung mal jetzt weiter. Und zwar, ich werde aber hier trotzdem ganz fies sein und den Part beenden. Was ein Cliffhanger! Bis dahin würde ich mal sagen, tschüss, tschüss. Wiedersehen.